Ich kann da gerne Erdbeerpalette verkaufen. Ja, die habe ich auch noch selber, aber das, das ist ja Pillepalle, gell? Wäre sogar ein fairer Preis. So, warte mal, gib mir die Geräte, dann musst du weg. Ja. Was ist mein Angebot? Ich glaube, ich nehme von der Rasenfläche, mache ich mal die eine Ecke zu Gewächshäusern, diese Foliendinger, die ich installiert habe. So. So, genau. Ja, kann man hier auch einmal rumfahren. Aber hier alles weg. Ball 24 passen immer. Porter mieten. 75, 72, dann hätte ich 72 Ballen. Ja, meine Freundin hat die Playlist von dir mal angeguckt, hier gemeinsam backen. Dann wird das nochmal erklärt, hast wegen deine Laugebrötchen. So, ja. Ah. Die hat schon den Griff fest in der Hand. Ja, da weißt schon, was wir da nächsten Samstag dann machen. Ja, ja. Das ist so cool. Ja, wir hatten halt mal dieses, von einer anderen YouTuberin haben wir halt mal so dieses alte Weizenbrot da mal gebacken. Und wir hatten 18 Brötchen, 3 Kastenbrote rausbekommen. Wie gesagt, der eine ist halt eingegangen, der Flachmann. Und ich habe halt nur so einen Single-Backofen und da kannst du wirklich nicht gescheit irgendwie. Also Brötchen backen ja, aber was Brote betrifft, ne. Der heizt zu schnell. Ja. Und die Temperaturen, also von der Skalierung, was da abgebildet ist, kannst du sowieso vergessen. Also musst du meistens immer 22 Grad runterdrehen. Dankeschön, The Face. Echt jetzt ein Ballen zu viel? Ich nehme gern mit. Hier muss ich rein. Nee, ich nehme noch gern. Ich bin hier fast pleite. Exakt 1000 pro Palette. Kriegst du Erdbeeren von mir. Was du dann damit anstellst, das ist dann deine Sache. Da kaufe ich wahrscheinlich für 500. Ach, ich hatte ja mal. Jetzt ist noch eine Stunde an dem Tag. Ah, warte mal. Ich hol grad was rein. Wir machen mal dich hier ganz schnell. Aber. Was ist das Ding denn hier? Das ist da. Boah, Alter, jetzt wird's hart. Komm ich da rückwärts reingefahren? Ich bin mit den Dingen losgefahren, das ist ja geil. Das wollte ich ihn gar nicht. Gott. Diese Ecke muss auch mal anders. So. Ups. Ich glaube, beim kurz vor Jahresabschluss hier, wo ich mit meinem bei Stream Elements die Overlays mit Probleme hat, dass das meine Alerts rausgeschmissen hat, weil ich für bestimmte Sub, ja, wie gesagt, unterschiedliche Alerts auf jeden Fall drin habe.
habe ich erstmal rumgerätselt. Ja, ich hätte einfach nochmal Stream Elements benutze ich ja mit OBS Studio quasi zusammen. Ja. Ja. Und ich hätte einfach nur das aktualisieren sollen, mehr Rätsel. So habe ich meine ganze Overlays alle platt gemacht und alles nochmal neu eingerichtet. Ah ja, oder ich gucke ja mal diesen Nilsson, diese Backups da machen, ne? Das ist, da sparst du dir sehr viel Zeit dann mit. Ja, vor allem musst du halt aufpassen, dass das halt, also ich habe sie alle auf 50, zwischen 60, 50% der Lautstärke. Das ist halt auch noch mitbekommen. Aber manchmal ist es so, vor allem jetzt gerade bei dem Ausrufezeichen ist so oder so. Ja. Das bleibt bei mir während dem Stream mitten im Bild einfach stehen, statt der Timer dann quasi erstmal abläuft. Und ich kann mir nicht erklären, woran der Fehler ist. Ich habe halt. Ich weiß nicht, sieht, wenn ich so mache, sieht man bei mir ein Bild. Das hatte ich auch mal. Jetzt einfach mal deinen Namen. So, ich mache auch gerade mit deinem. Also, wenn ihr das Ja, die Map von einer anderen Perspektive sehen wollt, ne, bei mir sieht man gar nichts. also ich habe von dir kriege ich ein Bild mit Geschenk und ein Diamant drauf. Als quasi als Bedank für den Raid. Ja, und jetzt müsste er eigentlich weggehen. Weil wie gesagt, ich habe niedrige Latenz. Sodass du auch wirklich eins zu eins mit der Zuschauer auch interagieren kannst. Ja. Und das ist so, Ja, wo ich mein ganzes Overlay. jetzt ist weg. Oder hast du es gemacht? Das habe ich jetzt gemacht. Okay. Remove Overlay und dann. Ja. Deswegen. So, 14 Ballen habe ich aus dem Feld rausbekommen. Habe ich irgendwas vergessen? Gehen wir auch nochmal bei dem Biber gucken, nicht, dass da vielleicht jemand sich da noch was gemobst hat. Die Biberputze Ballermann nimmt da alles ran. Ja, da liegt einer. Guck mal, nein, da ist noch ein Baller. Ach. So, okay. Jetzt hole ich ja nur noch einen Ball, ne? Nein, der Ballen gehört dir. Den krieg ich nicht. Du bist da runtergefahren, das ist auch geil. Den hätte ich einfach hochgehoben und dann. Oh, Gott, Alter. Kriege ich den jetzt nicht rein? Schlafen, Alter. Scheiße. Ich krieg den Arm nicht mehr eingefahren. Also, Gamepad nochmal ausschalten. Fängt es auch noch an zu regnen, aber ist ja egal. Hoffe ich. Es fängt an zu regnen. Also, nee, ich hoffe, dass es egal ist, meine ich. Ich bin ja. Ja, ich bin, was bin ich? Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also, ich bin da drüben am.
Jetzt donnert sie auch noch. Mist. Na gut. Dann fahren wir mal zu dieser Sunshine Valley dahin, wa? Halt. Auftrag unten. Soft Valley Bio, also genau das gleiche wie letztes Mal. Ich will dir echt ungern über deine Felder jetzt heizen, ey. So. Weil ich mein. Interessant. Ich krieg meinen Arm gar nicht mehr eingefahren von dem Ladewagen. Weil du einmal, du musst entladen abbrechen, so wie das aussieht. Du bist schon auf Entladen einmal gekommen. Nee, geht nicht mehr. Was hast du, Gamepad oder Dings? Nee, ich mach's über die Logitech-Konsole. Achso. Dann normalerweise ist halt die 3, dann fährst du den Arm wieder ein. Ich will gucken, da ist halt nirgendwo aneck. Du kannst da links fahren, ne? Dann kommst du über Felder. Vor allem, ich zeig so, ey, als würdest du das sehen. Ich bin noch lost, ey. Es klappt. Dann bist du auch fast da oben. Diese Unterstände da darfst du nicht beachten. Da habe ich mal gedacht, ich bin ganz schlau und mache einfach auf Niemalsland, weil ich bin ja als insolventer Bauer gestartet. Ich hatte nur ein paar Euros und einen Trecker. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das Land gehört niemandem, dann baue ich Hütten hin und wenn ich Geld habe, ziehe ich dann um. Okay. Problem ist, die kann man nicht mehr abreißen, weil das niemandem gehört jetzt. Oh, Scheiße. Ja, dann ist es ja wie fast frei parken, ne? Richtig. Ist einfach sowas wie die Dorfdisco. Alter, ich habe nur noch 443 Euro auf dem Konto. Was soll denn das? Irgendwie, irgendwas kostet mich sehr viel Geld monatlich. Was ist denn das? Oder wöchentlich oder stündlich? Was für scheiß Mietkosten wahrscheinlich, ne? Geschafft. Und jetzt an dieser Stelle entladen. Zack. Ach. Umweltbonus von 61 Euro. Ach, Umweltbonus könnt ihr euch. Die könnt ihr euch sonst mal schenken da. Verkauft. Reicht für den Sprit, also meckern wir nicht. Will ich mich da dazu verdonnern, noch so einen Das herrlichen. gibt's doch nicht. Wieso mache ich denn jeden Monat Minus? Aber das nicht zu knapp, ey. Warte mal. Irgendwas habe ich. Lass mich mal. Sonstiges Kreditzinsen. Ah ja, die 140 da, die zieht der auch schon ordentlich was ab. Betriebskosten, Gebäude. Das sind diese Farminghäuser, die da hast. Gewächshäuser. Ich habe nur ein Gewächshaus. Das kostet 4000 etwas Euro. Nee, bauen 4000 Unterhalt, warte mal. Bauen, Produktion, Plantagen, nein, das war's nicht, Gebäude, Gewächshäuser, was sind sie denn? Produktion, oder? Und da warst du eben. Gewächs. Also, ich habe mir die 14. Zeigt mir das nicht an. Weil die kosten nicht so viel. Ich weiß nicht, was das ist. Betriebskosten, Gebäude. Tach. Moin, Fanta. Moin Moin. Betriebskosten für Gebäude. Miete, Fahrzeug. Ja, das ist so teuer. Scheiße. Zwei verkaufte Ballen. Verkaufte Fahrzeuge.
Also Neue Fahrzeug. ich mach nur Plus. Ja, ich mache jetzt seit ein paar Monaten nur noch Minus und das ist ein bisschen ätzend. Was ist denn das für, Also was für Gebäude gemischt. habe ich denn, die so viel Kosten machen? Tierstall. Schafe habe ich gesehen, hattest du gehabt. Ja. Die machen Das. auch so Kosten. Ja, so viel eigentlich nicht. Das ist dann. Das war halt schon Schon ein bisschen. viel, finde ich. Achso, das war halt mal. Die Hallen machen ja keine Kosten. Gemietete Fahrzeuge und just. So. Mal gucken, was ist. Ich habe fast jeden Monat wird es immer mehr. Paar Euro, aber es wird jeden Monat nicht einfach rum. Betriebskostengebäude. 4000 paar Dinger. Weil der Bauernhof, das Haus an sich. Was muss er eigentlich stehen, ne? Und der Stand kostet ja Vierteilenmasse. auch zum Beispiel noch. Kostet das? Unterstände, ja. Fahrzeughallenunterstände. Also selbst der Unterstand, den ich ja brauche, den ich bei mir oben auf der Farm hab, der kostet auch. Boah, hier steht ja nichts, also. Was, oder sind das so Stromkosten und so? Also. Eigentlich schon. Also es sind halt Gebäudekosten. Ob es Strom ist, das weiß ich nicht, wie das definiert ist. Ne? Also ich weiß nur, dass halt der Unterstand das Gebäude kostet, die Windkraftanlage, die ich benutze, generiert Kosten, aber das ist auch so, keine Ahnung, auch ein bisschen variabel. Kosten Wasser ist für die Tierstelle, ne? Genau. Oh, warte mal, habe ich noch irgendwelche Produktion an? Ah, hier, Produktion kosten pro Monat, aber es sind 2 Euro. Wie gesagt, also das meiste, was halt bei mir rumsteht, ist halt alles Standardgebäude, aber ich weiß, dass der Unterstand kostet, das Farmhaus, dass das kostet. Oh, scheiße. Ich muss bald Erdbeeren loswerden. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich zu viele Erdbeeren habe, buddel ich ein Loch. Wenn ich ein weißes Schaf habe, schmeiße ich gerade da rein, Wasser rein und Erdbeere. Färbe mal ein bisschen die Schafe. So, Feld 75, ich komme. Ah, wahrscheinlich der Unterstand, der so viel kostet, oder? Das Ballenlager. Voll gegen das Gitter. So. So,
kriege ich denn jetzt Informationen über Flächen? Super. Ich klicke auf ein Feld und der zeigt mir Gesamt minus 4000 an.